Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Carola Palke. Ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und mehr über meinen Roman Spannende Leichtigkeit, Lara und das Abenteuerleben erfahren möchten. Die Buchbeschreibung finden Sie unter der Hörprobe. Ein lieber Freund, Hans-Jürgen, und meine Schwester Stefanie Palke waren so nett und haben mit mir die Hörprobe besprochen. Und so wünschen wir Ihnen viel Freude beim Zuhören. In dieser, der vierten Hörprobe, geht es um einen kurzen Chat zwischen Lara und Mike und dem, was er in Lara danach auslöst. Also eine ganz andere Seite des Buches und es geht auch um das Thema Wut. Ich schreibe: Der Feierabend grüßt mich und ich grüße dich, Grinz. Sitze hier nun endlich bei meinem Kaffee. Und du? Hi, wie geht's dir? Mir geht es gut. So gut, wie es einer menstruierenden Frau gehen kann, Kicher. Und du? Hoschemol, habe mit meiner Mom gesprochen. Okay. Ich denke, sein Wie geht's dir erinnert mich an Johannes, wenn was im Busch war. Sofort gehe ich in Hab-Acht-Stellung. Würde gerne das erste Dezemberwochenende mit dir verbringen. Hast du da schon was vor? Ich schlucke. Nee, oder? Das kann nicht sein Ernst sein. Bleibe still, warte ab, sammle mich, schreibe. Ich schau nach. Moment. Ja, da kann ich. Möchtest du mich da sehen? Vorher geht nicht. Jedes Wochenende ist was anderes hier los. Also keine Chance. Wumm. Nun kann ich nicht mehr ruhig bleiben und schreibe. Sag mal, das ist erst in 4 Wochen. Warum verdammt nochmal willst du nicht, dass ich dich besuche? Das ist mir zu lange bis dahin. Es ist doch egal, wenn du dann weniger Zeit hast. Hauptsache, wir sehen uns. Ich möchte dich sehen, Punkt. Nix Punkt. Hör mal zu. Ich habe ständig für 3 Leute präsent zu sein. Meinst du, ich kann mich dann auf einen 4. großartig konzentrieren? Denkt hier eigentlich auch irgendwann mal jemand an andere außer an sich selbst? Ich glaub's ja nicht. Vergiss es. Ich will nicht für dich sorgen, aber ich will für dich da sein. Und ich will auch für mich selber ein bisschen Spaß haben. Und genau das geht nicht. Das ist der Punkt. Du schriebst. Denkt hier eigentlich auch irgendwann mal jemand an andere, außer an sich selbst? Ich glaub's ja nicht. Also beziehst du mich mit ein? Weil mich sowas sauer macht, tut mir leid. Wieso versteht mich niemand? Das Haus ist schon voll genug und überall gibt's Spannung. Meinst du, ich finde das gut? Aber ich kann's nun mal nicht ändern. Bin ich schuld an eurer Atmosphäre? Bin ich schuld, dass ich dich sehen will und es nicht passt? Bin ich deswegen egoistisch? Wieso versteht dich niemand? Mach dir mal Gedanken darüber. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob dem so ist, solltest du das tun, was du mir beibringen willst. Klare Worte zu Hause sprechen. Du bist sauer, ich auch. Ich will und werde mich darüber nicht mit dir streiten. Ich gebe dir an nichts Schuld. Hat auch mit dir gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wieso du das jetzt auf dich beziehst. Wenn du mich nicht verstehen kannst oder willst, okay, kann man nichts machen. Nochmal, ich hätte hier keine ruhige Minute, ich könnte nichts genießen. Ich will auch nicht streiten. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich bin jetzt mal weg. Ich wünsche einen schönen Abend. Ist okay. Wünsch dir auch einen schönen Abend. So hätten wir jetzt unsere erste Diskussion hinter uns. Ja, eine vollkommen unnötige. Wie man es nimmt, Grinz. Hab viel Spaß. Weißt du, ich würde dich auch lieber heute wie morgen sehen. Aber ich habe so schon immer Diskussionen mit der Familie am Hals. Du könntest mir wenigstens so weit vertrauen, dass, wenn ich sage, etwas geht nicht, es dann auch wirklich nicht geht. Und du solltest mich so weit kennen, dass ich dir sagen würde, wenn es irgendwas mit dir zu tun hätte. So, und jetzt bin ich weg. Schönen Abend. Der Chat ist zu Ende und ich bin traurig und wütend zugleich.
Irgendetwas kommt mir hier verdammt bekannt vor. Beschließe zu ruhen, doch nach einer Stunde schon drängt es mich, alles aufzuschreiben, was mich hat keine Ruhe finden lassen. Und Mike wird das, was er dann in meinem Buch lesen wird, sicher nicht gefallen. Aber er sagte ja so schön, ich soll authentisch sein. Ziehe mich warm an, heize die Kaffeemaschine auf. Während ich warte, ruft mich mein Marzipanbrot durch die Schranktür. Es wartet darauf, verspeist zu werden. Nun, den Gefallen tue ich ihm doch gerne. Hole es aus seinem dunklen Gefängnis heraus und lege es schon mal neben den Rechner. Ein wenig Geduld braucht es noch. Jetzt der Kaffee. Da sitze ich, gefühlsmäßig noch unsortiert, und verspeise inbrünstig das ganze Marzipanbrot, damit es nicht nochmal auf mich warten muss. Irgendwie springt mir gerade das Wort warten aus jedem Satz entgegen und ich weiß auch noch immer nicht, warum ich so wütend bin. Was aber hat das eine mit dem anderen zu tun? Okay, Recherche. Ich bin ja froh, dass ich meinen Ärger überhaupt ausdrücken konnte und ihn nicht in mich reingefressen habe. Aber was läuft hier gerade? Oh, da läuft ganz schön viel in mir ab und schon taucht die nächste Frage auf. Soll ich wirklich alles hier aufschreiben? Diese blöde Periode. Nein, ich will es nicht darauf schieben. Ich ziehe eine Karte mit der Frage, was gerade abgeht. Die Karte sagt, dass ich Angst habe, wieder verletzt zu werden. Doch ich soll mir klar machen, dass Offenheit und Ehrlichkeit entweder Erfolg oder ein Lerngeschenk bringen werden. Ja, das passt. Zurück zu Mike. Ja, ich habe nach vielen Jahren an seine Tür geklopft, aber er hat sie aufgemacht. Ich war so happy, dass wir uns noch so lieb haben und uns wichtig sind. Es ist für mich auch kein Thema, dass er hunderte von Kilometern entfernt wohnt. Außerdem erklärt er mir ja immer, ich soll mich kurz und bündig artikulieren, Grenzen setzen und für mich sorgen. Das tat ich gestern. Wie Frau es macht, ist es verkehrt. Davon abgesehen, dass ich auf mich wütend bin, weil ich gerade erkenne, dass ich doch wieder in Erwartungshaltung war. Ich habe definitiv nicht damit gerechnet, dass seine Familie uns einen Strich durch die Rechnung machen würde. Der Chat blinkt. Anna, sie kommt gerade richtig. Ich schreibe ihr in groben Zügen, was war. Lese dann ihre Antwort. Mike hat dich auf dem falschen Fuß erwischt. Du bist geprägt durch das Verhalten von Johannes. Es ist legitim, dass er seine Prioritäten setzt. Ihr habt euch eben erst wieder getroffen. Johannes ist gerade mal weg. Er weiß doch gar nicht, wo er bei dir wirklich steht. Daher wird er nicht radikal sein Leben auf den Kopf stellen. Ich denke nach und schreibe, schicke die Sätze kaum geschrieben gleich zu ihr rüber. Du hast recht, klar, ich überreagiere aufgrund meiner Erfahrungen. Aber zuerst zu deiner Frage, wo ich stehe. Ehrlich gesagt stehe ich da mit zwei Männern in meinem Herzen. Doch Johannes ist weg und Mike findet den Weg zu mir erst in 4 Wochen. Ja, Mike soll seine Prioritäten setzen und ich habe kein Recht, seine Situation zu beurteilen. Auch seine Lage scheint nervenzerreißend zu sein, sonst hätte er seine Worte anders gewählt. Trotzdem kann ich nichts dafür, dass er unzufrieden ist und nicht weiß, wie er etwas ändern kann. Außerdem mache ich keinen Druck, nur weil ich sage, 4 Wochen Auszeit sind mir zu lange. Das sind immerhin 6 Wochen, die wir uns dann nicht sehen können. Ach, das alles erinnert mich so sehr an die Zeit mit Johannes, der sich selbst nicht leiten konnte, weil er es nicht schaffte, seine Lage zu verändern. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich die Unzufriedenheit abkriege. Und das ist nicht in Ordnung. Weißt du, ich war auch mal so, bis ich erkannte, es ist nicht fair. Ich behandle den anderen so gut es geht, wie ich selbst behandelt werden möchte. Anne antwortet. Lara, du bist in deinem Verhalten immer sehr absolut. Hast du was im Kopf, willst du es auch so haben. Nicht jeder hat dein Tempo. Hier geht es nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern auch um die Intensität. Du willst andere immer an einem Punkt im Leben abholen,
an dem sie noch nicht angekommen sind. Du gibst ihnen zwar dadurch eine Chance, ihre Situation zu verändern, doch anscheinend können sie das noch nicht. Nichtsdestotrotz bist du nicht schuldig an der Unzufriedenheit des anderen und musst sie nicht abbekommen. Auch verstehe ich, dass du langsam ungeduldig wirst. Ich tippe. Du hast recht. Wenn ich was möchte, dann gleich. Aber bitte, erinnere dich daran, wie viel Geduld und Verständnis ich in meiner Vergangenheit aufgebracht habe. Mein Tempo und meine Intensität, sie gehören zu mir, machen mich als Mensch aus. Ich habe kein Problem damit, langsam zu machen, wenn ich einen Menschen liebe. Aber ich will nicht mehr stehen bleiben. Du sagst, ich will andere abholen, an einem Punkt, an dem sie noch gar nicht angekommen sind. Vielleicht ist dem so, aber auch ich werde abgeholt von den anderen, bekomme dadurch gezeigt, was ich im Leben anders machen kann. Ach, egal, ist schon in Ordnung. Ich kapiere es ja. Ich darf wohl noch lernen und akzeptieren, dass es die Entscheidung des anderen ist, die Lernerfahrung oder Veränderungschance durch mich annehmen zu wollen. Du schriebst, er weiß nicht, wo er steht und will daher nicht radikal verändern. Horch, Anna, er soll sein Leben nicht wegen mir umstellen. Das kann er nur für sich selbst tun. Keiner weiß, was morgen ist. Das habe ich gelernt. Und ich erinnere mich zu gut daran, dass Mike mir genau das schon vor 5 Jahren gesagt hat. Jeder muss seine Entscheidungen treffen, mit dem Wissen, es ist eine Entscheidung für sich selbst, mit allen Konsequenzen. Ich glaube, ich weiß, was mich gerade noch wütend macht. Er schätzt sich selbst nicht und ich frage mich gerade, wo ich mich nicht wertschätze. Er schreibt, denkt hier eigentlich irgendwann mal auch jemand an andere außer an sich selbst? Ich für mich glaube, diese Frage sollte er sich selbst stellen. Denn ja, das erinnert mich sehr gut an mich, wie ich mal war. Mein Denken, ohne mich geht es nicht. Aber verdammt nochmal, wie soll ein anderer an mich denken, wenn ich es selbst nicht tue? Grenzen setzen, Klarheit schaffen. Ja, um das geht es hier und mir braucht keiner was erzählen. Ich weiß so gut, wovon ich rede. Wertschätzung der eigenen Person gegenüber. Oft darf ich mich darin noch üben. Leider noch zu oft. Sich wert fühlen, glücklich sein zu dürfen. Erkennen, dass man nicht immer nur geben muss, da sein muss, sondern dass man auch das Recht hat, anzunehmen und für sich selbst zu sorgen. Kein Mensch, wirklich kein Mensch, sollte sich, wie auch immer eine Situation ist, selbst vergessen. Tun wir das, hören wir auf zu existieren. Ich merke, es sitzt noch tief in mir drin. Alle Haare stellen sich mir gerade. Anna, meine mir wichtigen Männer, alle haben sie sich selbst vergessen. Georg, Mike, Johannes, Männer mit einem großen, gebenden Herz. Doch wo geben sie sich selbst Liebe? Puh, es wird mir eng ums Herz. Ich habe selbst noch ein Problem damit. Lese Anna. Lara, weiter. Schreib. Du brauchst das jetzt. Das wird dir gut tun. Sie hat recht. Und ich bin ihr dankbar. Haue weiter in die Tasten. Weißt du, Anna, es hat mich getroffen, von Mike als egoistisch eingestuft zu werden. Scheinbar nur an mich zu denken. Es wird verdammt nochmal höchste Zeit, dass ich mit gesundem Egoismus an mich denke. Er hat eben Pech, dass ich die letzten Monate zu viel zurückgesteckt habe. Immer wieder musste ich auf Johannes warten. Erst Tage, dann Wochen, dann wieder Tage. Warten darauf, dass er sich und sein Leben verändert und Zeit für mich hat. Da ist es, dieses Wort, warten, das mir vorhin schon auffiel, weil ich es so oft schrieb. Mein Seelchen hat wohl schon geahnt, was brodelt. Ja, wenn ich nur an das Wort warten denke, stellen sich mir schon wieder alle Haare. Mein Leben lang habe ich immer nur gewartet, dass der andere sich verändert und sich dadurch mein Leben verändert. Ich habe geliebt, war deswegen geduldig und hatte natürlich Verständnis. Ja, ich habe geliebt und habe gewartet. Boah, Anna. Als ich alt genug war zu verstehen, was mein Opa mit mir macht, habe ich gewartet, dass er aufhört. Scheiße, das kann wohl nicht wahr sein. Ich schreibe hier einfach drauf los
und das kommt dabei raus. Aber Klein Lara hat ihren Opa geliebt und sie hat sich wohl mit ihm gefühlt, wenn sie bei ihm schlief. Er beschenkte mich mit Streicheleinheiten, die für mich angenehm waren. Es floss Wärme und Zuneigung. Ja, es war ein liebevoller sexueller Missbrauch. Ich war die Kuschelkatze der Familie. Woher sollte ich wissen, dass das nicht sein darf? Ich gab ihm Liebe, weil ich spürte, sie wird gebraucht und weil ich sie auch brauchte. Ich spürte, dass es nicht nur den bösen, verbitterten Mann gab, den er der ganzen Familie zeigte. Klein Lara war so voll Mitgefühl. Ich weiß noch, wie ich mich fragte, was er wohl erlebt hatte, um so böse zu werden. Ich dachte, meine Liebe würde ihn sanfter machen und er würde sich verändern. Und so dachte ich mehr an ihn als an mich. Ach, verdammt nochmal, Scheiße. Georg liebte ich auch, spürte, er braucht Liebe, wie ich sie brauchte. Passte mich ihm an, damit er erkennt, dass ich ihn liebe. Dachte, wenn er sich von mir geliebt fühlt, kann ich wieder mehr ich selbst sein, weil er mir dann vertraut. Verlor mich aber immer mehr und als die Dinge nicht mehr gut liefen, sprach ich mit ihm, was meiner Meinung nach zu ändern ist, harrte aus und wartete weiter, obwohl nichts geschah. Wurde krank, harrte aus und wartete. Dann Johannes. Am Ende auch mit ihm genau das Gleiche. Ich, Frau mit weitem, liebevollen Herzen, möchte da sein und verstehen. Der andere sehnt sich doch nur nach Liebe. Und wenn er erkennt, dass er geliebt wird, dann wird er sich verändern und alles wird gut. Wo war da die Liebe für mich selbst? Immer nur Verständnis für den anderen. Klar, ich wollte ja auch geliebt werden, wumm, wo ich wieder bei meiner Kindheit lande. Ich war ein braves, liebes Mädchen und ich wurde dafür geliebt. Ja, und wenn ich liebe und brav bin, werde ich geliebt. Da ergibt ja gerade das eine das andere, Doppelwumm. Ich gab, weil ich brauchte und die Liebe, die ich verschenkte, wurde gebraucht. Gebrauchen, benutzen, missbrauchen. Ich war kostenfreie Tankstelle. Ich schreibe das mal ganz wertfrei, denn die Menschen konnten nicht anders. Trotzdem war es für mich einfach ausgedrückt Scheiße. Herrgott nochmal, ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Doch dieser rote Faden ist nun erkannt. Nein, das will ich nicht mehr. Ich muss nicht immer lieb sein, ich darf auch wütend sein. Und ich habe doch in den letzten Monaten gelernt, dass ich mein Leben nur dann verändern kann, wenn ich mich verändere. Dafür aber muss ich auch Grenzen setzen. Wer mich liebt, wird mich weiterlieben. Wer mich liebt, wird über das, was ich sage und mir wünsche, nachdenken. Wer mich liebt, wird überlegen, wo sein Part an allem ist und wird dann versuchen, anders zu handeln. Freiwillig. Und es ist mir nicht möglich, den anderen zu verändern. Doch ich kann hineinfühlen, ob die Situation für mich noch passend ist oder nicht. Ich darf sein, wie ich bin und darf den anderen sein lassen. Und ich darf trotzdem weiter mit offenem Herzen auf den anderen zugehen und ihm meine Liebe zeigen. Täte ich das nicht, würde ich entgegen meinem Naturell handeln. Aber ich darf lernen, an erster Stelle mir meine Liebe zu schenken. Ich darf weiter Verständnis für den anderen haben, aber an erster Stelle sollte ich es für mich haben. Ob das jemals in meinem Kopf landen wird? Auf jeden Fall kann ich Mike direkt für diesen Chat ein Dankeschön schicken. Nun wie auch immer. Ich spüre einfach die Angst, wieder zu warten, wieder enttäuscht zu werden. Wünsche mir nach all dem, was ich bisher erlebt habe, dass es mal einfach wird und nicht immer so kompliziert. Bin dessen so müde und ich bin halt traurig und enttäuscht, dass es mit einem früheren Treffen nicht klappt. Aber es wird wohl alles seine Gründe haben. Anna, ich danke dir, dass du für mich da warst. Ich bin durcheinander und gehe jetzt schlafen. Es ist schon 1:15. Es geht mir jetzt wesentlich besser. Nun, Mike, er wird es lesen. Er wird lesen, was in mir stattfand. Und wie heißt es doch? Wo ein Wille, da auch ein Weg.
Ich warte ab, was noch alles geschieht in den nächsten Wochen. Anna verabschiedet sich. Schlaf drüber. Morgen sieht wieder alles ganz anders aus. Ich schlafe, träume still, friedlich, leider ohne mich daran zu erinnern.